Liebe Zuschauer, die ganze Woche schon begleiten wir ja die Laura auf ihrem Weg durch die Höhen und Tiefen der Schauspielkarriere. Von einem Casting, das kein Erfolg war, von einem Fischgrätenunfall und von einer Riesenchance, die Laura aber abgesagt hat. Wir waren wirklich überall dabei. Heute ist Laura bei uns, um uns auf den neuesten Stand zu bringen, ob der Traum in Erfüllung gegangen ist. Das wird sie uns gleich erzählen. Vorher begleiten wir sie aber noch zu einem Schauspielercasting. Die Welt ein Karussell. Für Laura dreht sich alles um die große Bühne. Laura möchte Schauspielerin werden. Ein langer Weg, den wir begleiten. Endlich ist es soweit, Lauras Abschlussprüfung. 3 Jahre Unterricht in Gesang, Tanz und Schauspiel enden mit einer großen Show. Die Bühne ist Lauras Element. Und dann, um nicht zu vergessen, das Mit diesem Abschluss wird aber auch der Druck größer, eine Rolle zu bekommen. Immer unterwegs sein gehört dazu. Wir müssen jetzt ganz schnell zum Zug, weil wir haben nur noch, wie lang? 10 Minuten oder so? Ja, 10 Minuten. Er ist schon da. Ein Termin in München soll Laura ein ganzes Stück weiterbringen. Ein renommierter Caster möchte sie gerne kennenlernen. Lauras Agentin hat diesen Termin organisiert, denn Caster suchen Schauspieler für Film und Fernsehen aus. Produzenten wenden sich dann an die Caster und fragen nach passenden Darstellern. Heute gibt es ein Cold Reading. Du hast vom Steven Sigter einen Text vorgelegt bekommen. Muss ich da jetzt dann richtig was spielen oder ist es nur lesen? Oder es ist lesen. Ein Cold Reading ist, du wirst einen Text bekommen vom Steven Sigter. Du kriegst ein paar Minuten, um dich mit dem Text Vertrauen alleine? Zu machen. Alleine. Okay. Und dann geht es darum, dass du ihn liest. Alles klar. Okay. Es wird gut werden. Ja. Ach, gar kein Thema. Mach dir keinen Kopf. Film und Fernsehen ist doch was anderes, weil man irgendwie man selbst sein muss, was manchmal, finde ich, schwerer ist, als wenn man so ein bisschen sein darf, wie auch immer, ne? Ein bisschen übertrieben. Sich vorstellen, verkaufen, Klinken putzen, das gehört zum Leben eines Schauspielers dazu. Laura weiß, wie wichtig dieses Treffen ist, denn viele große Stars saßen schon auf diesem Stuhl. Laura singt toll, aber im Schauspiel hat sie bislang wenig Erfahrung. Aber dir ist schon klar, dass wir schon, ich sag mal, Schauspieler suchen, die auch singen können, wunderbar, tolles Talent, tolle Eigenschaft, aber die schon im Schwerpunkt Schauspiel ausgebildet sind. Ja, also Spielerfahrung ja, aber wirklich in der Grundschule eigentlich. Ja, also ich habe in der Grundschule musste ich dann immer die Hauptrolle spielen. Ja. Schule ist immer schön und gut, aber Schultheater alleine ist natürlich jetzt noch kein Indikator. Ich schmeiß dich jetzt ins kalte Wasser. Du hast die Szene vorher noch nicht angeguckt. Cold Reading, also wirklich cold, ohne Vorbereitung. Ist eine Szene, das heißt, ja, ist alles eine klar. Szene, ist eine Szene aus einer ZDF-Krimiserie, die wir besetzen. Und ja, ich drücke dir das jetzt einfach mal in die Hand. Ja, okay. Und wir legen los. Wo waren Sie vorgestern Abend gegen 21 Uhr? Ja, wo wohl? Ich habe mir einen Stoff besorgt. Und das kann Ihr Dealer sicher bestätigen. Na, ich fällt auch nichts mehr Neues ein. So, und jetzt das Gleiche nochmal. Und jetzt möchte ich einfach ein bisschen mehr Angst haben. Ich möchte jetzt eine Dringlichkeit, jetzt möchte ich eine Fallhöhe spüren. Mhm. Jetzt möchte ich spüren, dass du auch was zu verbergen hast. Ja. Bleib immer in deinem Ton. Bleib immer in deinem Ton. Aber trotzdem despektierlich. Weiße Klamotten ist was für alte Säcke an der Côte d'Azur. Sie sind abhängig. Sag ich nein, mach dir ein Screening mit mir. Also, ja. Ich habe von ihr sozusagen on the spot verlangt, etwas auf Abruf ganz schnell umzusetzen. Und ich glaube, das war so ein Überraschungsmoment, wo ich gemerkt habe, da hat sie schon gezuckt. Ja, ich bin zufrieden mit dem Termin insgesamt. Mit mir, ja, ne? Man kann ein bisschen mutiger sein mit so einem Text oder so. Aber ich glaube, das lerne ich noch. Das mache ich noch. Da muss ich einfach noch mehr üben. Ein Treffen, das Erfolg hatte. Denn eine Woche später, zurück in Hamburg, bekommt Laura den Text für die erste Fernsehrolle. Ein Gastauftritt bei Aktenzeichen XY. Ja, jetzt ist der erste Tag. Voll krass. Der erste Drehtag. Es kommt selten vor, aber Laura ist sprachlos. Ja, cool. Ich hoffe, nein, ich hoffe nicht, sondern es wird schon. Das wird schon. Und das sind ja nur ein paar Sätze, aber macht man es trotzdem. Ich kann gar nichts dagegen tun. Ich bin trotzdem aufgeregt. Hui, hui. Wir fahren gerade zurück vom Dreh und da ist der Vincent, der fährt mich. Hallo, sag hallo. Es war super. Doch noch besser ist es, das fertige Ergebnis zu sehen. 4 Wochen muss Laura sich gedulden und dann ist es endlich soweit. Ich kann das ist es! Mittwoch, 27. Juli 2011. Paula Speich ist auf dem Weg zur Arbeit.
10. November 2011. Ich schau mal da, was die Leute alles wegwerfen. Ich frag mal, oder? Entschuldigung. Was ist denn hier los? Weil überall Polizei und so? Es gab einen Banküberfall vor wenigen Minuten. Wir suchen einen Mann mit einer gelb-blauen Jacke. Eine gelb-blaue, aber nicht mit weißen Streifen, oder? Schon vorbei. Aber es war schön. Juhu! Juhu! Die erste Rolle, der erste Fernsehauftritt und Laura feiert ihn wie einen Oscar. Jetzt glaubt sie erst recht an ihren großen Traum, an Lauras Traum, der Wirklichkeit wird. Wie geht der Traum weiter? Das erzählt uns Laura jetzt live. Schönen guten Morgen, Laura. Guten Morgen. Laura Price, das klingt wie ein Künstlername. Laura Price. Mhm. Ist das ein Künstlername? Das ist kein Künstlername, das ist mein Original Name. Okay. Aber es ist ganz gemein, weil ich komme aus Bayern. Also ich bin echt der Bayer, Münchner Kindl und dann heißt man jetzt auch Preis. Ja? Ist natürlich total bescheuert. Wie ist es denn dir seitdem ergangen? Also wir haben dich ja nun ein Jahr lang begleitet. Seit der letzten Folge, die jetzt gerade gelaufen ist. Übrigens können Sie alle Filme bei uns im Netz sehen. Ja, wollte ich nur sagen. Was ist seitdem passiert? Rollenangebote, sind die gekommen? Omas, nein. Oh Gott, so schlimm ist es nicht. Oder so toll ist es noch nicht. Aber es ist natürlich, also ich habe einige Sachen machen können. Genau, ich habe für Sat.1 bei einem Film mitdrehen dürfen. Mhm. Der ist niemals wie vorher, kommt leider erst im Herbst jetzt. Mhm. Und habe da also mal endlich mal mit einem, also was heißt endlich mal, mit einem riesigen Team drehen dürfen und mal gucken, wer da und Licht und da und hier und da. Alle ganz aufregend irgendwie. Und habe ein Casting gehabt vor kurzem für Sturm der Liebe, für eine der Hauptrollen. Das wurde nichts, aber es war trotzdem eine tolle Erfahrung, also überhaupt zu einem Casting zu kommen, so für so eine große Sache, für eine große Rolle. Und so kommt halt sukzessive alles nacheinander ein bisschen und es baut sich so ein bisschen auf. Also das Ganze ist irgendwie... Ich habe irgendwas von Rosenheim-Cops-Leuten hören. Ja, genau, das kommt auch. Oh Gott, ja, ich vergesse die wichtigsten Sachen. Das steht jetzt an. Ende diesen Monats bin ich in München und drehe da meinen ersten Drehtag für die Rosenheim-Cops. Da habe ich insgesamt 3. Ja. Und es ist so eine, nicht ganz zuordnen, also es ist eine Rolle, die sozusagen nicht einen bestimmten Fall, auf einen bestimmten Fall bezogen ist, sondern eher eine, die ist halt da so. Und deshalb kann ich in ein paar mehreren Folgen kommen. Das ist ja klasse. Das ist ganz toll. Nun hat Laura relativ spät erst angefangen mit der Schauspielerei. Du hast ja vorher Bauingenieurwesen studiert, ne? Und bist erst mit Ende 20. Das war dasselbe. Das finde ich auch. Ja. Aber warum kam so spät dann die Entscheidung zu sagen, nee, ich fange noch mal von vorne an, gehe noch mal zur Schule und mache noch mal eine neue Ausbildung? Das Bauingenieurwesen war nach dem Abi, weil das hat mir einfach gelegen. Ne? Wenn dem Abitur, da merkt man, was einem gefällt, was man gut ist, dann war dieses Mathe, Physik, das war irgendwie, das fand ich super. Und habe dann gesagt, so, womit kann man Geld verdienen? Was ist ein guter Beruf? Aber doch nicht mit der Schauspielerei. Und habe nebenbei, nein, natürlich, nicht eben, das ist die einfachste Sagen Überlegung. Sagen alle, die hierher kommen, das ist die, ja, genau. Tja, da kann man jetzt lange reden. Nein. Aber... Ich habe dann das Bauingenieurwesen aufgehört, weil ich einen Workshop gemacht habe, weil ich immer schon gesungen habe, ganz lang. Und habe gesagt, so, jetzt mache ich mal so einen Workshop, einfach so zum Spaß eigentlich. Gehe da hin. Und das hat so gerockt. Also es hat mir so Spaß gemacht. Und dieses Schauspiel dann so, was ich früher als Kind oft gemacht habe, dann nochmal auf einmal anzufangen. Und dann war das so, sag mal, was ist denn los? Klar. Also wo war das? Aber ich sag mal, es ist wirklich so, Schauspielerei ist jetzt wirklich der falsche Job, wenn man Geld verdienen will. Also gibt es ein paar Große, die richtig viel verdienen, aber viele andere krepeln echt so rum. Hast du auch schon mal Existenzängste gehabt? Doch, immer noch. Und ich meine, und du bist ja echt gut gebucht und viel zu sehen. Also zumindest hat man so das Gefühl. Also der erste Eindruck, den man mal ganz, also haben wahrscheinlich schon viele Kollegen gesagt, die hier gesessen haben, den man mal entzaubern muss, ist diese Sache mit dem ewig beschäftigt sein. Also so viele Wiederholungen, so viele Kanäle, das macht selbst mir den Eindruck, boah, Alter, du musst ja die Kohle mit dem Schub, mit der Schubkarre nach Hause fahren. So auf, aber es ist definitiv einfach nicht wahr. So ist es nicht. Durch diese ganzen Sender und dieses Crossover und so hat man das, Gefühl, boah, der ist ja ständig da. Ja. Das ist aber ein großer Irrtum. Ich meine, hast du deine Entscheidung schon bereut, weil du bist ständig nur unterwegs, du musst durch halb Deutschland reisen und wie gesagt, die fette Kohle kommt da jetzt nicht rein. Das stimmt, also das finde ich auch ganz interessant eigentlich, weil viele Leute begegnen einem und sagen, boah, du warst dabei, Aktenzeichen XY, du warst im Fernsehen und, na, gehen wir jetzt mal einkaufen hier, wo auch immer. Ja, und das ist natürlich absolut nicht so. Also man hat so viel, ich würde sagen, ich habe im letzten Jahr viel mehr ausgegeben, was ich Gott sei Dank mir ansparen konnte durch die Jobs vorher. Mit Singen verdient man natürlich auch ganz gut auf großen Galas und so. Ne? Mhm. Und das ist aber schon, also wenn man einen sieht und es wird wiederholt und man denkt immer dann, ach, der war einmal im Fernsehen, dann ist der jetzt immer im Fernsehen. Aber du hattest ja, und das haben wir gesehen, ein Angebot, ein Jahr lang auf einem Kreuzfahrtschiff zu singen, eine Hauptrolle und du hast das abgesagt. Du hättest ein Jahr lang regelmäßig Geld verdienen können. Hast du die Entscheidung gar nicht bereut? So schlecht eigentlich sogar. Eigentlich nicht. Hast du die Entscheidung bereut, das abgesagt zu haben? Nee, eigentlich nicht. Beziehungsweise es gibt diese Zeit, jetzt gerade am Anfang natürlich, wo ich da sitze
und gar nichts mache. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, das kennt man vielleicht. Ich hoffe, man kennt es später auch noch, weil ich habe gehört, das wäre später auch so, dass man einfach mal so 2 Tage hat, wo man nichts zu tun hat. 2 Tage? Und wow, das ist eine gute Frequenz. Nein, nein, ich meine, sonst kann man e-mailen, ja? Und dann hat man diese Depression, denkt sich, oh Gott, jetzt habe ich 2 Tage und ich habe einfach keine Lust zu e-mailen, ich will nicht telefonieren. Dann sitzt man da und denkt sich, hey, ich könnte jetzt gerade in der Karibik fahren, auf dem Schiff. Aber du hast es nicht bereut. Aber ich habe es trotzdem nicht bereut, gut, weil das ist genau richtig. Die richtige Einstellung. Aber was war denn der Grund, warum du es nicht gemacht hast? Weil du gesagt hast, es schadet mir oder ich bin zu lange weg von zu Hause? Oder von... Nee, gar nicht. Also das Weg fände ich eigentlich toll, aber zu viel... Singen, nein, war die Entscheidung einfach. Singen, okay. Hobby, Schauspiel, das war doch gut. Wir sprechen gleich noch weiter. Vorher wollen wir aber noch die Grillsaison eröffnen. Oh ja. Oh Sonntag wird es ja warm, Temperaturen hier am Rhein über 22 Grad. Von uns gibt es die Tipps für die Grillsaison 2013. Die Kohlebühne. Wir haben zwar absolute Grillfans hier auch am Tisch sitzen. Jo, jo. Ich muss aber, wir geben jetzt keine weiteren Grilltipps. Ich muss unbedingt hier noch ein paar Mails vorlesen von unseren Zuschauern. Barbara Wilmes hat geschrieben, dass in der vorletzten MoMA-Sendung Morgenmagazin Frau Hayali berichtet hat, eine Bekannte hätte ihr folgende Einschlafhilfe gegeben, weil du ja auch nicht so gut schlafen kannst. Eine Hand an die Wange, eine Hand auf die Stirn und dann schläft sie sofort ein, weil man angeblich wie im Mutterleib fühlt. Aha, okay. Versuch das demnächst, wenn du nach 3 Stunden wieder aufwachst, vielleicht schläfst du das ein. Sie hat es ausprobiert, hier die Barbara, und es hat bei ihr funktioniert. Und sie schläft jetzt zumindest 5 bis 6 Stunden. Das wäre ja schon mal ein Erfolg. Was ich ganz toll finde, ist, dass die Leute überhaupt irgendwie über dieses Thema so viel zu sagen haben. Toll. Ja, nee, vielen die fühlen Dank. Mit dir. Ja. Hier wird auch von vielen gefragt, wie es jetzt weitergeht. Also sowohl bei euch beiden, bei dir haben wir gerade gehört, die Rosenheim-Cops sind demnächst zu sehen. Und in Sat.1 sehen wir dich. Was passiert bei dir demnächst, Ingo? Also jetzt abgesehen von Morden im Norden. Bei mir wird passieren, dass ich, wie schon gesagt, also im Norden spielen, ist ja schon fertig. Dann werden wir alle darauf warten, dass wir Ende April, Anfang Mai das nächste Go kriegen für die 3. Staffel. Mhm. Deswegen gucken. Ja. Dann, wie schon gesagt, ist dieses Experiment mit dem Elvis Presley über gute Zeiten, schlechte Zeiten gerade angesagt. Dann gibt es irgendwie Ende des Sommers auf den 2. Blick. Ein Kinofilm, in dem ich mitspielen durfte, von 3 Pärchen in Berlin, die sich zufällig treffen, alle irgendwas mit den Augen haben, sehbehindert, da passieren tolle Sachen. Und dann schaue ich mal wieder, das ist mein eigenes Projekt, ich habe ein eigenes Programm, auch ein Singstück, Apokalypso, ein Lied für den Teufel, gehe ich mit auf Tournee. Super, klasse. Dann wünschen wir dir viel Erfolg bei allem, was kommt. Toll. Ja, merci. Für dich auch alles Gute. Dankeschön. War schön, dich zu begleiten. Wie gesagt, alles sehen wir bei uns im Netz über Laura Preis. Und hier wird noch gesagt, toll, dass du deine Tränen beim Filmeschauen zugibst. Das macht dich zu einem so geilen Schauspieler mit Empathie und Offenheit. Deshalb bist du so ein toller Schauspieler. Oh, danke schön, liebe. Komplimente gibt's hier weiter. Nächste Woche ist Ingo Nomsen für Sie da. Bis dahin, Ihnen ein schönes Wochenende. Genießen Sie den Frühling. Tschüss. Ciao. Montag zu Gast.